so, wenn ich noch weiterspiele, verknoten sich meine Finger. Das ist schon recht so, Gretchen. Du hast heute sehr schön gespielt. Und außerdem wird mein Untermieter wohl bald nach Hause kommen und mir die Zeit mit seinen Geschichten vertreiben. Ich frage mich, was der Kommissar heute wohl erlebt hat. Der Bericht von seinen Ermittlungen ist immer so mitreißend. Gretchen, du wirst doch nicht etwa heimlich an der Tür lauschen? Das gehört sich für ein Hausmädchen nun wirklich nicht. Ich wollte nicht. Ich bitte um Verzeihung, Frau Faber. Ich mach doch nur meine Späße. Wenn du den Geschichten lauschen willst, kannst du gern auch die Tür auflassen. Im Sommer ist mir der Durchzug sowieso willkommen. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich auch gerade die Schlüssel des Kommissars im Schloss gehört. Guten Abend, Frau Faber. Gretchen? Ach, ich muss mich erst einmal hinsetzen. Die Verbrecherjagd führte heute mehrmals durch die halbe Stadt. Aber der Aufwand hat sich wenigstens gelohnt. Dann werden Leipzigs Straßen nun von einem Verbrecher weniger unsicher gemacht. Oh, Sie gönnen einem ausgelaugten Polizeibeamten aber auch gar keine Pause. Aber das Erzählen vertreibt die Zeit bis zum Abendessen. Am besten beginne ich meine Erzählung gleich. So werde ich vielleicht fertig, bevor das Essen auf dem Tisch steht. Alles begann heute früh in meiner Schreibstube im Polizeirevier. Ich stand am Fenster und schaute auf das bunte Treiben auf der Wächterstraße. Ich hatte mich in meinen eigenen Gedanken verloren und musste mir einen Ruck geben, mich wieder an die Arbeit zu machen. Genug Tagträumerei. Oh. Oh. Schutzmann Welm. Schön, Sie zu sehen. Guten Morgen, Kommissar Kreiser. Sie haben einen neuen Fall. Noch einen? Was haben wir denn diesmal?
Sind die Löwen aus dem zoologischen Garten entlaufen? Geschwindigkeit und Gefahr haben etwas damit zu tun, aber keine Wildtiere. Soll ich einen Betrüger schnappen, der Pelzhändler geprellt hat? Ganz kalt. Wer würde denn so etwas tun? Sie würden sich wundern, in welch illustrer Gesellschaft man sich da befände. Ist es ein Einbruch in einem Kolonialwarenladen? Exotisch und luxuriös geht es schon zu, aber mit den Kolonien hat es nichts zu tun. Soll ich wieder mal die Leiche einer Selbstmörderin aufheben? Nein, Selbstmord war es diesmal wohl nicht. Ich gebe auf. Sagen Sie mir, was es ist. Natürlich. In Plagwitz ist einer dieser neuartigen Motorwagen ins Wasser gefahren. Und warum braucht es da einen Kriminalkommissar? Weil anscheinend faules Spiel stattgefunden hat und der Fahrer tot ist. Nun gut, ich hole schnell meinen Hut und komme dann gleich. Besorgen Sie uns schon einmal eine Kutsche. Los geht's. Gustav Möbius, was macht denn ein Staatsanwalt bei einem Verkehrsunfall? Mein lieber Freund, hier handelt es sich mitnichten um einen gewöhnlichen Unfall. Weil dies der erste Tote ist, den wir aus einem Motorwagen bergen mussten? Richtig. Und weil es immer mehr solcher Unfälle gibt, soll ich ein Gutachten erstellen. Ein Gutachten? Wozu? Ob die Stadt eine Verordnung braucht, die den Automobilverkehr reguliert. Aber ehrlich gesagt habe ich so meine Zweifel, ob das hier ein Unfall war. Wie kommen Sie denn darauf? Oh nein, mein lieber Kommissar. Das müssen Sie schon selbst herausfinden. Aber ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung, wenn Sie Hilfe brauchen sollten. Frisch ans Werk, Will. Was wissen wir denn schon? Nur, dass das Automobil die Absperrung mit großer Geschwindigkeit durchbrochen hat. Und da die Brücke noch nicht fertig ist, ist der Wagen in den Fluss gerauscht. Ich nehme an, dass es sich bei der Leiche um den Fahrer handelt. Richtig. Der Mann war hinter seinem Steuer eingeklemmt und musste mit Gewalt herausgezogen werden. Woran ist der Mann gestorben? Der Arzt sagt, dass er ertrunken ist. Er hat anscheinend nicht versucht, sich zu befreien. Wissen wir schon, wer der Tote ist? Er hatte seine Dokumente bei sich. Er heißt Eduard Uhlich und wohnt am Marienplatz. Gut, ich werde die Familie benachrichtigen. Hat jemand den Unfall gesehen? Der Bauarbeiter dort drüben hat alles von seinem Gerüst aus verfolgt. Haben wir schon eine Vermutung, wie es zu dem Unfall kam? Das Bremsband ist gerissen und der Fahrer konnte den Motorwagen nicht mehr stoppen. Ich habe die Schutzmänner angewiesen, nichts anzufassen, damit sie sich selbst ein Bild machen können. Schön, dass Sie mitdenken, Wellen. Das war's erst einmal. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, Herr Kommissar. Oh.
Und Sie sind? Hungrig. Ich will meine Pausenbrote. Aber diese Polizisten lassen mich nicht auf das Gerüst. Kann ich Ihnen trotzdem einige Fragen stellen? Wenn ich Hunger habe, funktioniert mein Kopf nur langsam. Das bedeutet nein, oder? Richtig. Ah, ich muss also erst Ihren Hunger stillen, bevor Sie mit mir sprechen. Genau. Ich leih mir den Hammer nur einmal kurz aus, wenn das recht ist. Ist mir egal. Den Hammer kann ich eh nicht essen. Hier sind Ihre Pausenbrote. Die Polizei ist ja doch zu etwas gut. Dann stellen Sie mal Ihre Fragen. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist August Baumann. Ich bin der Vorarbeiter hier auf der Baustelle. Ich hoffe, ich kann bald weiterarbeiten. Die Brücke muss endlich fertig werden. Zeigen Sie ein wenig Respekt. Ein Mann ist gestorben. Selbst schuld, wenn Sie mich fragen. Wer sich in so einen Motorwagen setzt, muss lebensmüde sein. Ich habe Sie aber nicht gefragt. Sie haben den Unfall gesehen. Allerdings. Ich war oben auf dem Gerüst, als dieser Wahnsinnige angerast kam. Wann haben Sie den Wagen bemerkt? Gleich als er in die Straße eingebogen ist. Er war viel zu schnell unterwegs und ist in Schlangenlinien gefahren. Und hat geradewegs auf die Baustelle zugehalten? Genau. Ich habe mich noch gewundert, warum er nicht bremst. Aber dann war es auch schon zu spät und der Wagen krachte in den Fluss. Ich habe mich so erschrocken, ich wäre fast vom Gerüst gefallen. Die Brücke ist immer noch nicht fertig? Sieht man ja. Und für die ganz Begriffsstutzigen haben wir die Absperrungen aufgestellt. Das hat den Fahrer aber nicht davon abgehalten, trotzdem voll auf die Brücke zuzuhalten. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Soll mir recht sein. Der Wagen hatte keine Bremsen. Hat der Fahrer etwas gemacht, die Fahrt anzuhalten? Da habe ich mich auch gewundert. Der Fahrer hätte ja auf den Sandhaufen auffahren können. Notfalls hätte er auch abspringen können. Aber nichts da. Er ist geradewegs in den Fluss gefahren. Mehr Fragen habe ich momentan nicht. Bitte halten Sie sich weiter zur Verfügung. Beeilen Sie sich, damit ich weitermachen kann. Wir sollten unsere Ermittlungen anderswo fortsetzen. Ich begleite Sie. Hier sind wir also. Die Villa des Toten. Und dort haben wir die Ehefrau, die nun Witwe ist und noch nichts Böses ahnt. Ich sollte ihr wohl die schreckliche Nachricht überbringen, bevor ich auch den Angestellten verhöre. Ein guter Plan. Ich wünsche Ihnen viel Kraft. Naja. Oh, fassen Sie die Beeren lieber nicht an. Das sind Tollkirschen. Sie sind hochgiftig und können von Halluzinationen über Lähmungen bis zum Tod führen. Ah. Wer sammelt denn Tollkirschen? Oh. Oh.
Guten Tag. Mein Name ist Josef Kreiser. Darf ich Sie fragen, in welcher Verbindung Sie zu Eduard Uhlig stehen? Dürfen Sie. Muss ich denn antworten? Müssen Sie. Ich bin Kriminalkommissar und in einer ernsten Angelegenheit hier. Na, wenn das so ist. Ich bin Max Töpfer, der Mechaniker Eduard Uhligs. Ich muss Sie leider informieren, dass Herr Uhlig tot ist. Ach, was ist denn passiert? Es gab einen Unfall mit dem Kraftwagen, den er fuhr. Das ist schlecht. Wie steht es um den Wagen? Ich werde Ihre Impertinenz einmal ignorieren und Ihnen stattdessen einige Fragen stellen. Wenn es sein muss. Ich habe Fragen zu Ihrem Arbeitgeber. Dann schießen Sie mal los. Haben Sie Eduard Uhlig heute Morgen gesehen? Ich habe ihn gehört, bevor ich ihn gesehen habe. Das hat wohl das ganze Viertel. Was meinen Sie damit genau? Die Uhligs hatten heute Morgen einen sehr lautstarken Streit. Haben Sie gehört, worum es ging? Das war nicht zu überhören. Aber ich will nicht mit Dreck werfen. Reden Sie lieber mit der Frau Uhlig. Das werde ich. Jedenfalls war Herr Uhlig so erregt, dass er ganz wirres Zeug geredet hat. Da hatte ich ganz schöne Mühe, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Wie war Herr Uhlig als Arbeitgeber? Wie heißt das? Man soll nicht schlecht über die Toten reden? Dann sage ich wohl besser nichts. Man soll aber der Polizei auch immer die Wahrheit sagen. Na, wenn Sie es wollen. Ein Knauser und ein Ausbeuter war er. Wie würden Sie die Ehe der Uhligs beschreiben? Gar nicht, wenn es Ihnen recht ist. Noch bin ich im Dienste der Uhligs. Sie könnten bei der Aufklärung des Verbrechens helfen. Nun gut, die Ehe war nicht sehr harmonisch. Die beiden stritten sich öfter, als sie sich wieder versöhnten. Worum ging es bei dem Streit? Das müssten Sie Frau Uhlig wirklich selbst fragen, tut mir leid. Lassen Sie uns über den Motorwagen sprechen. Aber immer doch. Darüber rede ich besonders gern. Ging von dem Wagen eine Gefahr aus? Nicht mehr als von einem Pferdewagen. Glauben Sie nicht alles, was Sie in der Zeitung lesen. Dem Motorwagen gehört die Zukunft. Verlassen Sie sich drauf. Momentan sind Sie aber noch sehr umständlich und unsicher, nicht wahr? Am Anfang gibt es immer kleine Probleme. Denken Sie einmal an die ersten Züge. Da hieß es auch, dass sie dem Menschen schaden und sich nicht durchsetzen werden. Und nun gibt es kaum ein Dorf ohne Bahnhof. Ich sehe, was Sie meinen. Und irgendwann wird jeder Mensch einen Motorwagen besitzen, glauben Sie mir. War der Wagen in einem guten Zustand? Wollen Sie mich beleidigen? Der Wagen war stets gut in Schuss. Da hat nie eine Schraube gewackelt oder ein Rad gequietscht. So etwas gab es bei mir nicht. Wie würden Sie Eduard Uhlig als Fahrer einschätzen? Als einen der Besten in Leipzig. Er konnte von hier bis Taucher fahren, ohne dass ihm der Motor ausging. Lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Wenn es unbedingt sein muss. Für den Moment habe ich keine anderen Fragen. Wie Sie wünschen, Meister. Entschuldigen Sie, dass wir in Ihr Heim eindringen. Es ist leider unerlässlich. Ich bin Kommissar Kreiser von der Leipziger Kriminalpolizei. Sind Sie die Ehefrau von Eduard Uhlig? Richtig, ich bin Emma Uhlig. Sagen Sie mir bitte, was Sie von mir wünschen. Ihr Ehemann hatte heute Morgen einen Unfall mit seinem Motorwagen. Er hatte einen Unfall? Wie schrecklich. Geht es ihm gut? Er ist leider noch an der Unfallstelle verstorben. Ich muss Sie leider bitten, mir noch einige Fragen zu beantworten. Ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, wo ich kann. Darf ich Ihnen einige Fragen zu Ihrem Ehemann stellen? Sicher doch. Wenn Sie denken, dass Ihnen das hilft. Ihr Mann fuhr einen Motorwagen. Das ist noch immer ein sehr ungewöhnliches Transportmittel. Er war ganz vernarrt in dieses Spielzeug. Ich habe ihm immer gesagt, dass es einmal sein Tod sein würde. Es ist nicht einfach, immer recht zu haben, wissen Sie? Wir müssen noch sehen, was der genaue Grund seines Todes war. Dafür bin ich ja hier. War er ein guter Fahrer? Aber sicher, er fuhr dieses Ding fast täglich. Wenn ich die Kutsche nahm, ist er mir mit diesem Karren hinterhergefahren. Ich habe es ihm nämlich nicht erlaubt, vor mir zu fahren und die Luft zu verpesten mit den Abgasen. Einen Unfall
Halten Sie also für unwahrscheinlich? Aber wo denken Sie denn hin? Was soll es denn anderes als ein Unfall gewesen sein? Der Wagen war doch die reinste Todesfalle. Hatte Ihr Mann irgendwelche Feinde? Es gab sicher viele, die neidisch waren auf das, was er im Leben erreicht hatte. Aber Feinde, so weit würde ich nicht gehen. Und überhaupt, haben Sie nicht von einem Unfall gesprochen? Das zu ermitteln ist meine Aufgabe und ich bin gern gründlich. Hatte Herr Uhlig irgendwelche gesundheitlichen Probleme? Nein, ihm ging es immer gut. Er stand voll im Saft und hatte mehr Energie als so mancher Jungspund. Für meinen Geschmack sogar zu viel Energie, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich gebe mir größte Mühe, es nicht zu tun. Ich komme später noch einmal auf Ihren Mann zurück. Alles zu Ihrer eigenen Zeit, Herr Kommissar. Sie kümmern sich selbst um Ihren Garten? Kein Gärtner? Allerdings. Es ist mir eine Freude, die Arbeit meiner Hände wachsen und gedeihen zu sehen. Vor Jahren hatten wir einmal einen Gärtner. Aber nachdem ich ihm seine Arbeit dreimal erklären musste, hat er gekündigt. Und seitdem kümmere ich mich um mein kleines Reich. Arbeitet Max Töpfer schon lange für Sie? Ja, das tut er. Nun muss er sich wohl eine neue Stelle suchen, der arme Mann. Er hat sich nur um den Motorwagen gekümmert und ohne den gibt es hier nichts zu tun. Mein Mann hat viel über ihn geschimpft und zuletzt sogar Teile seines Lohnes einbehalten. Aber ich mag ihn eigentlich ganz gern, auch wenn er nur den Motorwagen im Kopf hat. Ah, es gab Streit zwischen den beiden. Worum ging es denn da? Ich glaube, es ging um einen Kratzer an dem Wagen, dessen Reparatur aus Max Lohn bezahlt werden sollte. Aber da fragen Sie den Mann am besten selbst. Sie hatten heute Morgen Streit mit Ihrem Ehemann. Woher wissen Sie denn? Ach, ich verstehe schon. Max hatte wohl wieder einmal sein loses Mundwerk nicht unter Kontrolle. Es stimmt, dass die letzten Worte, die ich mit meinem Mann gewechselt habe, hitzig gesprochen waren. Worum ging es denn bei dem Streit? Das, worum es immer ging. Mein Ehemann hat es leider mit seinen Eheschwüren nicht sehr ernst genommen. Soll heißen? Mein Gott, muss ich es denn buchstabieren? Er war ein untreuer Mistkerl, wobei man das nun wohl nicht mehr sagen darf, da er tot ist. Haben Sie die Beeren von dem Busch hinter Ihnen gesammelt? Ja, was ist damit? Wissen Sie denn nicht, dass Sie hochgiftig sind? Ist dem so? Ich hatte ja keine Ahnung. Nun, jetzt wissen Sie es ja. Werfen Sie sie lieber weg, bevor noch ein Unglück geschieht. Noch eines, meine ich. Nehmen Sie sich einen Moment, um sich zu sammeln. Ich habe später vielleicht noch Fragen. Vielen Dank, es geht schon. Ich habe noch mehr Fragen für Sie. Wenn es sein muss. Ich habe gehört, dass es zuletzt Streit zwischen Ihnen und Ihrem Arbeitgeber gab. Ach, schwärzt Frau Uhlig mich jetzt also an? Das hätte ich mir wohl denken sollen. Herr Uhlig hat behauptet, dass ich seinen Motorwagen beschädigt hätte. Dabei hat er den Schaden selbst verursacht, als er von einer seiner nächtlichen Ausfahrten zurückkam. Und warum hat dies zu einem so heftigen Streit geführt? Weil er mir den Schaden von meinem Lohn abziehen wollte. Da hat es mir gereicht und ich habe gekündigt. Die Risskante des Bremsbandes und die Klingen der Schere scheinen übereinzustimmen. Darüber weiß ich nichts. Für den Moment habe ich keine anderen Fragen. Wie Sie wünschen, Meister.
Wie eifersüchtig war Emma Ulich wirklich? Genug, um einen Mord zu begehen? War der Streit zwischen Max Töpfer und Eduard Ulich heftig genug, um als Mordmotiv herzuhalten? Das Bremsband ist entweder von selbst gerissen oder jemand hat nachgeholfen. Jetzt weiß ich, was wir tun müssen. Steht eine Verhaftung an? Nicht nur eine. Dieser Fall hat einige überraschende Wendungen bereitgehalten. Und so blieb mir nichts anderes übrig, sowohl Emma Ulich als auch Max Töpfer zu verhaften. Sie hat die ständigen Seitensprünge ihres Ehemanns wohl nicht mehr ertragen und sich entschlossen, dass es damit nun ein für allemal vorbei sei. Und Max Töpfer wollte sich an seinem Arbeitgeber für die schlechte Behandlung und den einbehaltenen Lohn rächen. Richtig. Und so durchtrennte er das Bremsband und sie vergiftete ihren Ehemann mit Tollkirschen. Deshalb konnte Eduard Ulich weder ausweichen noch bremsen und ertrank in der Elster. Doch wen trifft die Hauptschuld an dem Tod? Das muss zum Glück nicht ich entscheiden, sondern ein Gericht. Aber Ihnen gebührt der Respekt, diesen undurchschaubaren Fall aufgeklärt zu haben. Die Leipziger Polizei kann sich glücklich schätzen, Sie in ihren Diensten zu haben. Nicht jeder hätte hier die Wahrheit erkannt.
Jetzt weiß ich, was wir tun müssen. Steht eine Verhaftung an? Allerdings. Und die Lösung war wie so oft die naheliegendste Erklärung. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als Emma Uhlig zu verhaften. Sie hatte die ständigen Seitensprünge ihres Ehemanns wohl nicht mehr ertragen und sich entschlossen, sich an ihm zu rächen. Und um es ihm heimzuzahlen, hat sie ihm giftige Tollkirschen verabreicht. Aber die Dosis war zu gering und betäubte ihn nur. Nun muss der Staatsanwalt entscheiden, ob das Mord war oder ob Frau Uhlig ihrem Mann nur einen Schrecken einjagen wollte. Sie konnte ja nicht wissen, dass er mit seinem Motorwagen gleich in die Elster fährt. Aber was hatte es dann mit dem gerissenen Bremsband auf sich? Das ist doch ein seltsamer Zufall, oder nicht? Sie klingen nicht überzeugt. Glauben Sie etwa, dass sie unschuldig ist? Mitnichten. Ich glaube Ihnen, dass Emma Uhlig versucht hat, sich an ihrem Ehemann zu rächen. Doch ich frage mich, ob sie die Einzige war, die eine Rechnung mit Eduard Uhlig offen hatte. Nun, der Bericht ist geschrieben und Emma Uhlig wird bereits dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt ist es zu spät, etwas daran zu ändern. Jetzt weiß ich, was wir tun müssen. Steht eine Verhaftung an? Allerdings. Und die Lösung war wie so oft die naheliegendste Erklärung. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als Max Töpfer zu verhaften. Nachdem Eduard Uhlig ihm den Lohn gekürzt hatte, steigerte sich sein Hass ins Unermessliche. Und um es ihm heimzuzahlen, hat er das Bremsband des Motorwagens durchtrennt, damit sein Arbeitgeber einen Unfall hat. Nun muss der Staatsanwalt entscheiden, ob das Mord war oder ob der Mechaniker Herrn Uhlig nur einen Schrecken einjagen wollte. Er konnte ja nicht wissen, dass er mit seinem Motorwagen gleich in die Elster fährt. Doch warum ist der Fahrer nicht einfach von seinem Motorwagen abgesprungen? Sie klingen nicht überzeugt. Glauben Sie etwa, dass er unschuldig ist? Mitnichten. Ich glaube Ihnen, dass Max Töpfer versucht hat, sich an seinem Arbeitgeber zu rächen. Doch ich frage mich, ob er der Einzige war, der eine Rechnung mit Eduard Uhlig offen hatte. Nun, der Bericht ist geschrieben und Max Töpfer wird bereits dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt ist es zu spät, etwas daran zu ändern. Weiß ich, was wir tun müssen. Steht eine Verhaftung an? Dieses Mal nicht. Faules Spiel kann hier ausgeschlossen werden. Wenn Sie das sagen, wird es wohl so sein. Und so kam ich schließlich zu dem Schluss, dass es sich doch um einen Unfall handeln musste. Ich weiß ja nicht, mein lieber Kommissar. Finden Sie Ihre Begründung wirklich logisch? Ich muss sagen, dass mich diese Lösung nicht wirklich überzeugt. Sie meinen, dass ich einen Fehler gemacht habe? Was könnte ich denn bloß übersehen haben? Vielleicht gehen Sie noch einmal zurück an den Anfang und achten Sie auf jedes Detail. Lassen Sie sich Zeit.
wenn Sie aus den Fakten Schlüsse ziehen. Manchmal lohnt es sich, über etwas mehrfach nachzudenken.